Herzlich willkommen bei All Aquascaping Answers, dem Aquaristik- und Aquascaping-Podcast mit Tobias Gavrisch von AquaOwner. Erfahre hier alle Neuigkeiten aus der Welt der modernen Aquaristik, verfolge spannende Interviews, bekomme wichtige Tipps und lerne, wie du dein Aquarium noch schöner und besser gestalten und betreiben kannst. Viel Spaß mit einer neuen Folge. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge. So, ich kündige jetzt schon mal an, dass diese Podcast-Folge, glaube ich, nicht allzu lang werden wird, weil ich heute echt krass müde bin. Ich war heute Morgen wieder laufen. Ich gehe mittlerweile tatsächlich wieder regelmäßig laufen. Ich habe es eine Zeit lang nicht gemacht. Mittlerweile eigentlich wieder 2 bis 3 Mal die Woche zumindest, immer 10 Kilometer. Und heute war irgendwie so ein schlechter Lauf. Also super anstrengend, überhaupt nicht das Tempo gehalten, was ich sonst halte. Keine Ahnung warum, ich schiebe das so ein bisschen auf Allergie, weil die auch heute wieder relativ stark war. Also Heuschnupfen habe ich ja. Und deshalb, ich bin echt fertig heute. Also es ist ganz ungewöhnlich, weil ich habe das wirklich, wirklich selten. Aber heute bin ich einfach super, super müde. Deshalb gucken wir mal, was wir machen. Es gibt tatsächlich auch keine aktuellen Fragen für diese Podcast-Folge. Deshalb einfach nochmal der Hinweis, wenn du eine spezielle Frage hast, die du im Podcast beantwortet haben möchtest, dann geh auf aquaowner.de/podcast und da findest du nämlich ein Einsendeformular, also ein Kontaktformular. Und da kannst du deine Frage einsenden und dann landet die nämlich bei mir im Postfach und dann kann ich da die entsprechenden Fragen raussuchen, die sie halt auch für den Podcast einigen. Habe ich aber auch entsprechend eignen, meine ich natürlich. Habe ich aber auch entsprechend da nochmal drunter geschrieben. Das kannst du dir da alles nochmal durchlesen. Ich will ein bisschen Updates geben heute von der Business-Seite, weil das ja auch etwas ist, was ich einfach die ganze Zeit mitverfolgt habe. Ich habe ja diesen Podcast auch so ein bisschen missbraucht dafür, um halt immer mal wieder zu erklären, wie das so businessseitig alles läuft hier und wie es so weitergeht. Und da gab es jetzt einfach ein paar neue Entwicklungen. Ich habe nämlich jetzt vor ein paar Tagen, habe ich jetzt endlich mir mal einen Tag Zeit genommen und mich hingesetzt und ShipCloud vernünftig eingebunden. Bisher war es so, für meinen Online-Shop, dass ich die ganzen Bestellungen manuell an DHL übertragen habe und manuell die einzelnen Paketlabels erzeugt habe. Das ist jetzt, also ich habe halt ein vollständiges Warenwirtschaftssystem, wo halt alle Bestellungen, die in den Shop eingehen, natürlich automatisch eingetragen werden. Klar, der erzeugt auch automatisch die Rechnungen, der erzeugt automatisch die E-Mails, die an euch rausgehen. Das ist also voll automatisiert, so wie das ja für einen Online-Shop auch sein soll. Was ich bisher eben noch nicht automatisiert hatte, war das Erstellen der Versandlabels. Das lief nämlich bisher so ab, dass ich in mein Warenwirtschaftssystem reingegangen bin. Ich habe den entsprechenden Auftrag ausgewählt, habe gesagt, exportiere mir mal die Adressdaten von diesem Auftrag. Und habe dann ganz regulär über die DHL Label-Erstellung, diese Internetmarkenseite, dort die Adressdaten als CSV hochgeladen, das Label manuell erstellt, manuell das Label runtergeladen, manuell das Label dann zusammen mit den Sachen, die bestellt wurden, an meinen Mitarbeiter geschickt per Slack. Wir haben dann einen eigenen Slack-Kanal, wo wir sozusagen die Bestellungen drüber schieben. Und dann hat er ihm das Label ausgedruckt und die Sachen verpackt und dann zur Post gebracht. Und das ist, also das war okay, aber der Aufwand für die Labelerstellung mit den Adressdaten runterladen und mit dem Bestellung manuell in den Slack reinschreiben, das war halt schon echt noch nervig. Und da das Bestellvolumen auch mit der Zeit immer weiter gestiegen ist, wo ich natürlich sehr, sehr dankbar drüber bin, ja, also nicht falsch verstehen, aber da entstand einfach der Wunsch, das irgendwie noch ein bisschen stärker zu automatisieren. Außerdem, interessanter Nebenfakt bzw. Nebenproblem an der Stelle, dadurch, dass die Labels alle einzeln erzeugt wurden, habe ich auch von DHL für jedes einzelne Label eine einzelne Rechnung bekommen. Das ist jetzt erst einmal gar nicht so schlimm, aber wenn man halt viele davon erzeugt, dann entstehen da auf einmal sehr, sehr viele Eingangsrechnungen. Also Rechnungen, die ich zahle sozusagen. Ne? Und so eine Buchhaltung, so eine externe, die berechnet sich in der Regel nach Aufwand. Einerseits nach Umsatz und andererseits aber auch nach Aufwand. Und dieses Ding hat jetzt dazu geführt, dass der Aufwand für meine Buchhaltung unverhältnismäßig hoch war, weil ich eben für jede einzelne Bestellung 2 Rechnungen erzeugt habe, nämlich eine Ausgangsrechnung und eine Eingangsrechnung. Also Eingangsrechnung ist die, die ich bezahle, das ist in dem Fall die DHL-Label-Rechnung und die Ausgangsrechnung ist die, die ich rausschicke, das ist in dem Fall die Rechnung für dich als Kunde, wenn du Sachen bestellst. Und das ist natürlich ein super hoher Aufwand, wenn ich halt pro Monat 200, 300 Bestellungen habe, dass ich alleine dafür dann bereits 600 Rechnungen erzeuge. Das fand die Buchhaltung halt auch nicht so geil. Also die machen das natürlich, aber dann sagen sie halt jedes halbe Jahr, du übrigens, Aufwand hat sich halt krass gesteigert, wird jetzt halt auch teurer, ne? So, ja.
Gut. Und das kann ich jetzt sozusagen alles mit einem Schlag ausmerzen, wenn ich das alles über ShipCloud laufen lasse. Weil dann habe ich jetzt sozusagen einen Dienstleister, der komplett in mein Warenwirtschaftssystem integriert ist. Das heißt, ich kann einfach in meinem Warenwirtschaftssystem sagen, ich klicke den Auftrag an und sage versenden. Und dann muss ich nur noch sagen, Versandauftrag generieren. Und dann wird automatisch das Label generiert und automatisch runtergeladen. Und ich kann es direkt im Slack rausschieben. Und gleichzeitig wird halt auch noch ein Lieferschein erzeugt, der ebenfalls dann mit in den Slack reinkommt, sodass ich auch nicht mehr manuell reintippen muss, was bestellt wurde. Und das heißt, ich schicke einfach nur noch jeweils zwei Dateien raus und die werden dann ausgedruckt von meinem Mitarbeiter und das Label kommt aus Paket und der Lieferschein kommt ins Paket und das war's, fertig. Und ich kriege halt von ShipCloud jetzt nur noch einmal pro Monat eine Gesamtrechnung über alle Labels, die ich erzeugt habe. Und das heißt, auf einen Schlag fällt halt die Hälfte aller Rechnungen weg, die ich bisher in meine Buchhaltung gestellt habe. Und das ist natürlich schon ganz gut. Außerdem der weitere Vorteil, ich kann euch jetzt ein Sendungsverfolgungssystem anbieten, was ich vorher nicht konnte. Vorher war es so, dass ihr immer automatisch Sendungsverfolgungs-E-Mails von DHL bekommen habt. Aber das hat halt auch nicht immer so wirklich funktioniert, weil nämlich E-Mails von DHL echt auch sehr gerne im Spam landen. Das setzt halt auch voraus, dass ich manuell eure E-Mail-Adresse aus der Bestellung rauskopiere und bei DHL während der Labelbestellung reinkopiere. Das habe ich immer gemacht, aber wie gesagt, sowas läuft dann eben auch häufig mal in den Spam rein. Und jetzt ist es so, dass ihr von ShipCloud gesondert eine Sendungsverfolgung bekommt, auch ein Sendungsverfolgungsportal, wo ihr halt dann immer reingucken könnt, wie eure Sendung gerade ist, wo aber auch nochmal zusätzlich die Informationen von DHL stehen. Das heißt, wenn ihr wollt, könnt ihr auch von dort aus direkt auf die DHL-Sendungsverfolgung springen. Das ist ein Vorteil. Ihr werdet dann automatisch per E-Mail auch nochmal über ShipCloud benachrichtigt, wenn sich euer Sendungsstatus ändert. Zweiter Vorteil, ihr seid also besser informiert damit. Und der dritte Vorteil ist, ich konnte damit jetzt auch ein Retourenportal einrichten, was es euch ermöglicht, selbstständig Retourenlabels zu erzeugen. Wenn ihr also mal was zurückschicken wollt, dann müsst ihr mir nicht erst schreiben und sagen, hey, das und das passt mir nicht, das würde ich gerne umtauschen oder das würde ich gerne zurückgeben oder so. Und dann habe ich euch bisher manuell ein Retourenlabel erzeugt, sondern das könnt ihr jetzt selber machen. Ihr bekommt halt mit der Bestellbestätigung, wenn die Bestellung bei mir eingegangen ist, automatisch eine Bestellbestätigungs-E-Mail und in der drin ist auch der Link zum Retourenportal. Und wenn ihr da mal was zurückschicken müsst, dann könnt ihr da einfach draufklicken und dann eure Adressdaten eingeben und die Bestelldaten eingeben. Und dann könnt ihr euch selbst ein Retourenlabel ausdrucken, das Ding dann zur Post bringen und dann kommt es bei mir wieder an. Und ich kriege halt auch sofort darüber Bescheid, wenn ein Retourenlabel erzeugt wurde, kann das halt direkt der Bestellung zuordnen, beziehungsweise es wird automatisch der Bestellung zugeordnet. Und ich weiß dann sofort, was ich zu erwarten habe, was zurückkommt und welche Gutschrift dann wieder stattfinden muss, welche Rückerstattung stattfinden muss. Das ist halt krass übersichtlich jetzt auf einen Schlag. Ich habe jetzt in ShipCloud halt auch eine Liste aller erzeugten Versandlabels mit dem aktuellen Status der Sendung. Ich sehe also auf einen Blick, welche Sendungen sind gerade im Versand, welche Sendungen wurden noch nicht von DHL abgeholt, welche Sendungen wurden bereits zugestellt und bei welchen Sendungen gibt es eventuell Zustellprobleme. Das kann ich jetzt auf einen Blick alles sehen und das ist so gut. Und ich ärgere mich, dass ich das nicht schon viel, viel früher gemacht habe. Aber das ist auch so ein Ding, was man halt ja so im Laufe der Zeit einfach lernt. Man muss sich halt für manche Sachen einmal ab und zu Zeit nehmen. Und das ist meistens das Schwierigste dabei. Ja, diesen Wunsch, das zu automatisieren, den trage ich jetzt schon bestimmt seit einem halben Jahr, dreiviertel Jahr mit mir rum. Seit ich sozusagen mein Produktsortiment ausgeweitet habe und damit eben auch das Bestellvolumen gestiegen ist. Weil je höher das Bestellvolumen war, umso nerviger war das natürlich, jede Bestellung von Hand bei DHL hochzuladen. Und man muss aber halt diesen Tag Zeit haben, weil das dauert halt, bis du den ShipCloud-Account eingerichtet hast. Das dauert vor allem, bis man dann die Integration mit dem Warenwirtschaftssystem gemacht hat. Da muss man die Labels konfigurieren. Dann braucht man in der Regel auch einen anderen Drucker. Ich habe mir dafür nämlich jetzt einen Zebra geholt, also einen Zebra-Drucker. Also die Firma heißt Zebra und die stellt halt so Labeldrucker her. Das sind Thermodirektdrucker. Das Geile bei den Dingern ist halt, die brauchen keine Tinte. Du kaufst dafür so Rollen, so selbstklebende Labels auf Rolle und die sind thermoreaktiv und der Drucker führt quasi nur Hitze an bestimmte Teile des Papiers ran und erzeugt so den Druck. Und der Drucker selbst braucht halt keine Tinte. Du brauchst halt einfach nur diese Rollen, die da reinkommen. Und der ist halt auch viel kleiner und extrem schnell beim Drucken. Also das ist auch nochmal so ein Vorteil. Aber den muss man sich dann halt auch noch anschaffen. Der kostet auch wieder irgendwie 300 Euro oder so. Ganz billig sind die Dinger nicht, aber halt praktisch, ne, wenn man sie dann einmal hat. Und dann kriegt man halt die ganzen Labels auf Rolle. Ich benutze da jetzt 103 x 199 mm Labels. Und da kriege ich halt 300 Labels auf Rolle für 5 Euro.
Und das ist auch nochmal billiger, weil sonst musste ich sozusagen die selbstklebenden DHL-Paketmarken von der Post kaufen. Da haben dann 100 Blatt, ich glaube, 4 Euro gekostet. Also 100 Labels, 4 Euro und jetzt 300 Labels, 5 Euro. Das ist ein Unterschied auf Dauer. Ne? Deshalb, das ist schon ganz cool, dass man da dann einmal so, ich meine, gut, auf der anderen Seite muss man halt den Drucker erst kaufen. Das gleicht es dann natürlich so wieder so ein bisschen aus. Und ShipCloud kostet jetzt halt auch wieder eine monatliche Gebühr. Und ShipCloud kostet natürlich jetzt auch wieder eine monatliche Gebühr, dass man das benutzen kann. Aber sei es drum, das ist so übersichtlich und so praktisch und so viel schneller als vorher und sicherer als vorher und bietet besseren Service für euch als Kunden als vorher, dass ich das halt echt schon hätte früher machen können, machen sollen. Aber dieses, ja, heute mache ich mal nichts anderes, heute schiebe ich alles andere nach hinten, was ich sonst normalerweise tagtäglich mache oder machen will und kümmere mich nur darum, das ist echt schwierig geworden, sich sowas zu nehmen. Ich habe da nämlich eigentlich noch andere Projekte, die auch so eine Aktion mal benötigen würden, vermutlich sogar im Sinne von, ich mache 2-3 Tage mal nichts anderes. Aber es fällt mir super schwer, mir momentan für sowas die Zeit rauszunehmen, obwohl ich glaube, dass das für das Business insgesamt ein großer Vorteil wäre. Aber da schauen wir mal. Das ist jetzt mit ShipCloud, das ist jetzt der erste Step gemacht, dass das Ganze auf jeden Fall auch ein bisschen ja, breiter gefächert werden kann. Dann haben ja eben diverse Shops jetzt auch mittlerweile die Sachen aufgenommen und das wird auch immer mehr. Und gibt jetzt auch ein Shop-Update. Es sind wieder Rückschlagventile lieferbar, es sind wieder die Schlauchadapter alle lieferbar. Die großen Schläuche sind immer noch im Zug. Die kommen diesmal per Zug und ja, sind dann irgendwann, ich glaube in Polen werden sie umgeladen. Und dann habe ich auch wieder ein vernünftiges Tracking, weil dann werden sie mit UPS weiterverarbeitet. Bis dahin habe ich leider kein sinnvolles Tracking. Da weiß ich nur, sind im Transit oder sind nicht im Transit. Und angeblich soll es schneller gehen als der Schiffstransport. Das werden wir dann sehen. Die sind auf jeden Fall noch unterwegs. Ich habe auch noch mal direkt neue Diffusoren bestellt, also Inline-Diffusoren. Die sind zwar noch verfügbar aktuell, aber die sind schon, also ihr kauft die schon echt gerne, was mich freut. Ja, das ist so eins der meistverkauften Artikel mittlerweile bei mir im Shop. Und deshalb habe ich da einfach noch mal eine ganze Menge nachbestellt, genauso wie von den ganzen anderen Sachen eben auch, sodass da halt auch die Möglichkeit besteht, dass wenn die Sachen alle wieder vorrätig sind, und gerade wenn die Schläuche wieder vorrätig sind, dann werden nämlich auch direkt wieder relativ viele Händlerbestellungen reinkommen, weil die ganzen Händler die großen Schläuche natürlich auch haben wollen. Und dann wird wahrscheinlich alles andere auch noch mal mitbestellt werden. Deshalb wollte ich da jetzt einmal so ein bisschen mehr auf Lager haben. Was auch gerade im Prozess ist, sind neue kleine Toolbags, also die Essentials Toolbags. Da hoffe ich eigentlich, dass ich die in 1 bis 2 Wochen haben kann. Das gleiche gilt für die Cut-and-Grip-Tools. Da war ja die Sache, das hatte ich auch einmal schon im Podcast erklärt, dass wir da ja ein Update gemacht haben. Wir haben diese Zentralmutter verändert. Vorher war das eine Kunststoffmutter. Jetzt wird es eine Aluminium-Bronze-Mutter, die dadurch einfach nochmal die Haltbarkeit krass erhöht und die ja einfach die Chance eines Defektes quasi gegen Null mindert. Da dieses Stück eine Sonderanfertigung ist, in der Größe, in der wir sie brauchen, ist sie relativ teuer. Und das führt auch dazu, dass das Cut-and-Grip-Tool insgesamt teurer wird. Das habe ich aber alles auch in der früheren Podcast-Folge schon erklärt. Sobald die dann wieder verfügbar sind, sage ich euch natürlich sofort Bescheid, weil das ist natürlich immer ein sehr, sehr beliebter Artikel, der dann auch sehr schnell ausverkauft ist tatsächlich, weil ich ja nie so extrem viele davon bekomme. Das heißt, dass ich weiß es noch nicht ganz genau. Ich denke mal, das wird eher noch so 2-3 Wochen dauern, bis sie wieder verfügbar sind. Was jetzt aber auch noch unterwegs ist, das wurde heute versendet. Ich hoffe deshalb, dass das noch im Laufe dieser Woche, obwohl heute ist Donnerstag, Freitag, Samstag, ja, unwahrscheinlich, wahrscheinlich eher nächste Woche, dass das kommt, sind Handtücher. Ich hatte ja schon mal Handtücher in meinem Textilshop. Da ist aber irgendwann ein Problem mit der Stickerei aufgetreten und die Stickbude, die das gemacht hat, die hat sich halt meine Kritik angehört und dann gemeint so, nein, das passiert halt und das ist so und da muss man halt mit rechnen. Und dann habe ich halt gesagt, gut, dann mache ich halt bei euch keine Stickarbeiten mehr. Weil, also, vorher haben sie es halt gut gestickt und irgendwann war es nicht mehr gut gestickt. Und ich habe denen dann auch gesagt, Leute, ihr habt es doch vorher hingekriegt, warum geht's jetzt nicht mehr? Ja, das ist manchmal so und dein Logo ist ja auch relativ aufwendig mit diesen Schriftzeichen und so. Ich sage, ja, ihr habt es doch vorher hingekriegt, wo ist denn das Problem auf einmal? Aber da ist man da nicht so richtig drauf eingegangen und dann ziehe ich da halt auch relativ fix meine Konsequenzen raus und sage, ja gut, dann halt nicht, dann gibt es da keine Stickarbeiten mehr. Aber das heißt, ich habe da halt auch dann das Handtuch relativ lange aus dem Shop rausgenommen gehabt.
Und jetzt habe ich halt durch einen Hinweis von Greenscaping, da nochmal danke an den Johannes von Greenscaping Aquascaping, weil der das nämlich auch so gemacht hat, zwar mit einem anderen Basisprodukt als ich, aber trotzdem hat er halt ähnlich gemacht, weil ich hatte da mal, ich glaube, in irgendeiner Instagram-Story, in irgendeiner Fragerunde drüber gesprochen, dass ich halt auch wieder Handtücher anbieten möchte. Und er hatte mich dann angeschrieben und meint, hey, Möwe macht das tatsächlich. Also Möwe, deutscher Traditionshersteller, Frotana Textil GmbH, Made in Germany Handtücher, ne? Wirklich sehr, sehr, sehr hochwertig. Die bieten halt auch Individualisierungsoptionen für Businesskunden an, sodass man da halt größere Stückzahlen besticken lassen kann oder in irgendeiner anderen Form veredeln lassen kann von deren Handtüchern, die halt ohnehin im Programm haben. Und die haben halt diverseste Handtücher im Programm. Und wie gesagt, da hat sich der Johannes für Greenscaping eins ausgesucht und ich habe mich jetzt aber halt für ein anderes Basisprodukt, ein anderes Handtuch entschieden, weil was sie auch im Programm haben und das kommt mir halt sehr, sehr entgegen, denn ihr kennt ja die Story mit dem Textilshop, dass ich da halt gesagt habe, okay, ich will nur Bio-Sachen, ich will nur Sachen, die Ökotex 100 einhalten, weil mir halt dieser Nachhaltigkeitsgedanke ganz grundsätzlich wichtig ist. Ja, ich kann den nicht überall einhalten. Das ist mir klar. Aber da, wo ich es kann, da will ich es halt auch machen. Und das hat ja auch dazu geführt, dass meine T-Shirts beispielsweise alle relativ teuer sind. Die Pullis alle relativ teuer sind, weil halt das Rohprodukt relativ teuer ist. Und das ist jetzt mit dem Handtuch auch wieder so. Aber das Handtuch, was ihr jetzt kriegen werdet bei mir, das basiert auf dem Bambus Deluxe Handtuch von Möwe. Und das heißt, ihr bekommt jetzt demnächst, wie gesagt, hoffentlich nächste Woche bei mir im Shop, ein kleines Handtuch, 50 x 30 cm. Ich persönlich finde, das ist die optimale Größe fürs Aquascaping, weil das ist klein genug, um es sich beispielsweise mit einem Karabiner an die Gürtelschlaufe zu machen. Und dann schleift es halt nicht auf dem Boden rum oder so. Ist aber groß genug, um sich halt auch über einen längeren Zeitraum immer mal wieder die Hände daran abtrocknen zu können. So, 30 x 50, dunkelblau, ja natürlich, Aquaona-Farbe, dunkelblau mit weißem Aquaona-Schriftzug aufgestickt und dann halt auch in vernünftig aufgestickt. Und zwar dauerhaft vernünftig aufgestickt. Und eben basierend auf dem Bambus Deluxe Handtuch. Und das heißt nämlich, das Handtuch ist 60% Baumwolle und 40% Viskose aus recycelter Bambusfaser. Das finde ich schon mal geil. Dann natürlich Ökotex 100 Einhaltung und durch den Bambusanteil antibakteriell. Und das fand ich auch ganz spannend, weil das ist natürlich durchaus etwas, was praktisch sein kann. Ne? Ich meine, wenn wir das Handtuch die ganze Zeit benutzen und da immer wieder die Hände dran trocken machen, vielleicht auch mal Tools dran trocken machen oder so, die aus verschiedenen Aquarien kommen, das kann nicht schaden, dass es das hat. Und die Kombination daraus, also dieses Gewebe, was Möwe daraus gebastelt hat, hat ein relativ hohes Eigengewicht, 630 Gramm pro Quadratmeter, das ist schon relativ dicht und schwer. Und dadurch hat das Handtuch eine deutlich höhere Feuchtigkeitsaufnahme als Handtücher aus 100% Baumwolle. Und das ist natürlich auch für uns am Aquarium optimal. Ja? Das heißt, ihr habt ein platzsparendes Handtuch, was nicht übermäßig groß ist, was aber halt viermal so viel Feuchtigkeit aufnehmen kann, wie ein vergleichbares Handtuch aus 100% Baumwolle. Und das fand ich doch das ideale Produkt für Aquarianer oder für Aquascaper. Und deshalb basiert jetzt eben das Aquaona-Handtuch halt auf diesem ja, Bambus Deluxe-Handtuch. Wird am Ende kosten für euch als Kunden 16 Euro, also 15,90 Euro. Wie gesagt, weil halt mal wieder das Grundprodukt relativ teuer ist, aber dafür eben so nette Eigenschaften wie eben recycelte Bambusfaser, Ökotex 100, antibakteriell, diese erhöhte Wasseraufnahme, das, ja, dadurch kostet halt das Basishandtuch bereits relativ viel, dann kommt der Stick oben drauf und dann die typische Marge und deshalb ist es dann eben am Ende bei 15,90 Euro. Ich finde es immer noch okay, ich weiß, für so ein kleines Handtuch ist das nicht wenig Geld, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, es bietet halt auch Features, die ein normales Baumwollhandtuch nicht bietet. Und von daher, glaube ich, ist es immer noch fair genug. Und ja, die sind jetzt auf dem Weg. 100 Stück habe ich erstmal bestellt. Und mal gucken, wie ihr die so annehmt. Mal gucken, ob die eventuell auch an Händler rausgehen sollen, wollen, können. Je nachdem, wer da Bock drauf hat, kann man die natürlich dann mit anbieten. Aber erstmal ist das auch was, was ihr dann eben bei mir im Shop findet. Dann wird es nämlich im Shop eine neue Kategorie geben, Zubehör. Und da gibt es dann bald die Handtücher. Sobald die da sind, gibt es natürlich auch nochmal einen entsprechenden Beitrag. Wahrscheinlich hauptsächlich in den Instagram-Stories, wo ich dann sage, ab jetzt sind sie verfügbar. Wie gesagt, die sollten eigentlich nicht sofort ausverkauft werden, weil 100 Stück kriege ich jetzt erstmal. So viel verkaufe ich dann bisher nun doch auch noch nicht. Aber wer weiß, also ist ja eure Entscheidung am Ende, ne?
Ich glaube aber, dass sie wirklich hübsch sind und auch eine nette Alternative beispielsweise zu den Tropikan-Tüchern oder zu den Dennerlan-Tüchern, die es da schon lange am Markt gibt. Weil bei denen hat mich tatsächlich mal gestört, gerade bei dem Tropikan-Tuch, das hat ja diese Metallöse, wo so ein Karabiner drin ist. Aber dadurch ist das Handtuch ja so eingefalten. Und dann kann das Handtuch beispielsweise nicht komplett auseinanderfalten. Und das fand ich immer irgendwie bescheuert. So, warum? Ja, das macht ja auch beim Waschen und beim Trocknen irgendwie unnötig kompliziert, weil an der Stelle, wo das Handtuch da so 3-4 Mal zusammengefallen ist, trocknet das ja auch total scheiße. Also das fand ich immer eine etwas seltsame Entscheidung, warum man das gemacht hat. Und jetzt in dem Fall ist es halt theoretisch ein ganz normales Handtuch mit den eben Zusatzeigenschaften des Materials dabei. Es gibt einen kleinen Aufhänger, der ist integriert, so ein Kordelaufhänger. Das heißt, auch da kann man natürlich einen Karabiner dranhauen und sich das dann an die Gürtelschlaufe hauen, wenn man möchte. Wie gesagt, dunkelblaues Handtuch, weißer Aqua-Ona-Stickerei vorne drauf. Ich finde es eigentlich ganz geil geworden. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, sobald es dann verfügbar ist. Ich sage euch auf jeden Fall Bescheid. So, jetzt kommen wir nochmal zu ein paar aquaristischen Themen. Ich habe letztes Wochenende in Hanau in der Scapers Lounge 2 Wabikusa-Workshops gehalten. Und dabei natürlich auch selber wieder mitgemacht und meine beiden Wabikusa da nämlich dann tatsächlich mit nach Hause genommen und die jetzt hier hinter mir in die neuen Luigi-Gläser verteilt. Da will ich nämlich ohnehin demnächst noch ein Video drüber machen über die Luigi-Gläser, weil ich die eben auch nochmal verschieden bepflanzt habe. Also in 2 ist jetzt ein Wabikusa drin und ein drittes habe ich da hinten tatsächlich gemacht, aber etwas anders gestaltet, das seht ihr dann im Video. Da warte ich jetzt dann noch so ein paar Wochen, bis sie schon so ein bisschen angewachsen sind und vielleicht schon erste neue Triebe entwickelt haben, weil das natürlich dann für ein Video einfach ein bisschen hübscher aussieht. Vielleicht warte ich sogar noch länger, um einfach das Ganze schon so ein bisschen angewachsen haben zu lassen. Aber das war auf jeden Fall wieder ein schöner Tag mit schönen Workshops, mit tollen Teilnehmern. Und ich glaube, alle hatten Spaß und alle sind am Ende ein bisschen dreckiger nach Hause gegangen, als sie gekommen sind. Wie das halt bei so einem Wabikusa-Workshop immer ist. Wir haben den draußen gemacht, das war eigentlich sehr, sehr cool. Wurden ganz viele Bierbänke aufgebaut, Biertische aufgebaut. Und dann hatten wir da eigentlich einen ganz hübschen Nachmittag. Das war so ganz geil. Aktuell sind noch keine weiteren Workshops geplant. Ich gehe davon aus, dass im Laufe des Sommers sich sicherlich noch ein paar Sachen da ergeben werden. Ein paar Shops haben schon Interesse angemeldet, aber noch keinen konkreten Termin vereinbart, weil da, glaube ich, bei vielen auch einfach immer noch so ein bisschen die Angst mitschwingt, was ist, wenn doch nochmal irgendwelche Corona-Auflagen kommen, die haben das Ganze dann wieder zu versauen. Das ist ja auch mit der Grund, warum viele Workshops 2019, 2020 dann halt nicht stattgefunden haben. Das heißt, da müssen wir mal schauen, wie das so weitergeht. Generell findet ihr das aber immer auf meiner Website. Also auch auf aquaona.de gibt es eine Sektion für Workshops. Und wenn ich da was Neues habe, was fest geplant ist, dann steht das auch dort. Also da könnt ihr immer mal wieder reinschauen, wenn euch das interessiert. Auch gibt es da übrigens Aufzeichnungen von diversen vergangener Workshops. Nicht von allen, ich habe nicht immer alle komplett mitgefilmt, weil sie viel auch wiederholt haben. Die Wabikusa-Workshops sind eigentlich immer identisch, je nachdem, in welchem Shop ich die mache. Aber vieles habe ich halt damals schon mal mitgefilmt gehabt und da könnt ihr auch also euch gerne mal angucken, wie so ein Workshop abläuft oder was man da macht und wie ich das erkläre und so. Falls ihr mal überlegen wollt, bei sowas dabei zu sein, euch aber vielleicht noch nicht sicher seid, was einen dort erwartet und was ich da alles erkläre und ob ich halt auch auf Fragen eingehe, die du vielleicht hast, da könnt ihr euch also auch gerne mal die ganzen Aufzeichnungen entsprechend angucken. Ja, und ansonsten aquarienmäßig, das 60P ist jetzt in der 4. Woche. Anfang dieser Woche habe ich die Beleuchtung auf 7 Stunden erhöht, von ursprünglich 6 Stunden jetzt auf 7 Stunden. Und ich habe angefangen mit einer ersten leichten Düngung, allerdings noch mit dem nicht finalen Düngesystem. Ich habe mir jetzt nochmal ein paar Sachen von Aquarebel geholt, weil ich werde das Becken erstmal mit Aquarebel NPK und Eisenvolldünger fahren. Momentan habe ich den NPK noch nicht hier, deshalb habe ich das jetzt erstmal nur mit ADA Nitrogen und ADA Eisen versorgt. Ist jetzt auch nur für die erste Woche und dann ab nächster Woche, dann sind wir bei 4 Wochen, dann erhöhen wir die Beleuchtungszeit auch auf die finalen 8 Stunden und dann fangen wir direkt an mit NPK und Eisenvolldünger. Das 60P an sich läuft super. Ich hatte minimal Grünalgen drin und habe dann jetzt auch nämlich Anfang der Woche 8 Amanus da eingesetzt und seitdem keinerlei Grünalgen mehr. Also die haben das echt gut hingekriegt. Was allerdings passiert ist, ist, dass einige der In-Vitro-Busse verlandren sind tatsächlich eingegangen. Also die haben halt die Umstellung überhaupt nicht mitgemacht, die haben sich halt komplett aufgelöst und tatsächlich war auch so ein bisschen der Plan, die Amanus einzusetzen, damit die ganzen kaputten Blätter schon mal wegfressen, damit ich halt gucken kann, ist das Rhizom noch in Ordnung oder nicht. War es nicht. Ja, also ich habe, glaube ich, insgesamt 4
also 4 Positionen mit Busse Verlandren wieder entfernt, weil die kaputt gegangen sind, und habe jetzt tatsächlich nochmal 9 nachgesetzt. 2-mal eine Busse Verlandra Kedergang und 1-mal eine Brownie. Die Kedergangs waren beides Topfpflanzen diesmal, relativ groß schon. Die Brownie war wieder in den Vitro. Ich glaube aber, dass dadurch, dass das Becken jetzt schon 4 Wochen steht, 4 Wochen steht, ist das jetzt nicht mehr so die große Gefahr. Bei Busse Verlandren gab es ja immer mal wieder den Ansatz zu sagen, man sollte diese Pflanzen vielleicht nicht für eine Neubepflanzung verwenden, sondern erst nach ein paar Wochen einsetzen in ein ja schon eingefahrenes Aquarium sozusagen. Das ist ein paar Wochen, das ist natürlich auch ein bisschen früh dafür, um davon zu sprechen, dass es eingefahren ist. Aber ihr wisst, was ich meine. Und naja, jetzt, also gerade scheint sich das so ein bisschen bestätigt zu haben. Von der kryptogrünen Albida Brown ist auch einer meiner 3 Setzlinge eingegangen. Aber da haben halt die Wurzeln überlebt. Da sind wirklich nur die Blätter eingegangen durch die Submers-Emers-Umstellung. Andersrum, Emers-Submers-Umstellung. Und die treibt bereits neue Blätter raus. Da sind schon 3 neue wieder da. Also der geht es eigentlich vergleichsweise gut dadurch. An sich steht das Becken toll da, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe die Blattlänge von der Helanthium Tenellum Red echt unterschätzt. Die wird nämlich gerade länger als erwartet und die wirft nämlich jetzt auch schon wieder krass lange Ausläufer, auch anders als erwartet. Ich dachte, die würde ein bisschen kürzer bleiben, weil wenn ich das so aus meiner Erinnerung wieder hochhole, wo ich die Pflanze jetzt schon mal in der Aquarien gesehen habe, da war sie meiner Meinung nach kürzer. Oder es fiel nicht so auf, weil das Aquarium schon älter war und komplett eingewachsen war. Kann natürlich auch sein. Gut, jetzt ist es so, ich überlege tatsächlich aktuell, einige der Setzlinge wieder rauszunehmen und nur ganz, ganz wenige davon zu lassen, weil, wie gesagt, die wirft halt Ausläufer wie blöd quer durchs Aquarium. Ich glaube, das muss ich nochmal einen Tacken ausdünnen, damit ich da nicht Gefahr laufe, in einem halben Jahr einfach nur noch Helanthium Tenellum Red da drin zu haben und alles andere ist halt gnadenlos überwuchert worden. Weil das ist dann auch ein bisschen nervig. Aber ansonsten, Sauberkeit von dem Becken ist toll. Wasser ist hundertprozentig klar, genauso wie es sein soll. Pflanzenwachstum ist sehr, sehr gut. Die Rotala macrandra wächst sehr stark nach. Die Gratiola viscidula wächst sehr stark nach. Das Eleocharis als Bodendecker wird sehr schön dicht. Die Rotala indica wächst bereits sehr gut nach. Helanthium tenellum, wie gesagt, wächst bereits sehr gut nach. Sehr zufrieden, sehr, sehr zufrieden mit dem Aquarium. Demgegenüber steht das Mini-M, mit dem ich gerade nicht so zufrieden bin. Das ist aber auch selbst schuld. Da habe ich nämlich einmal die Nitratdosierung verkackt, weil ich habe nämlich, also Nitratmangel war ja klar, dass der aktuell stattfand. Deshalb muss ich dem so ein bisschen entgegenwirken. Ich habe dann mit dem Macro Special N von Aquarebel dagegen gewirkt. Nicht mit dem GA Boost, sondern mit dem Special N, der ja auch noch Kalium und Magnesium und so enthält. Also nicht nur Nitrat. Aber ich habe die Dosierung verkackt. Ja, ich weiß nicht mehr warum. Ich habe es wahrscheinlich in der falschen Spalte auf der Rückseite von der Dosierempfehlung gelesen. Auf jeden Fall habe ich halt die Dosierung in das Becken gegeben, die eigentlich für 2 Wochen gewesen wäre, statt für 1 Woche. Und naja, 3 Tage später habe ich jetzt die volle Grünalgen-Fadenalgen-Power da drin. Ja, also die Garnelen freuen sich, ich mich nicht. Aber ich meine, gut, das kriegt man wieder unter Kontrolle. 2-mal kräftige Wasserwechsel gemacht, das heißt, alle Nährstoffe wieder rausgeholt. Jetzt die Düngung wieder angepasst. Jetzt ist es einfach nur noch ein Geduldsspiel und halt ein Abwarten, dass die Algen wieder zurückgehen, dass die Garnelen die so ein bisschen wegfressen. Alles in Ordnung. Ne? Also mache ich mir jetzt keine Sorgen drüber. Das wird nicht dramatisch sein. Das kriegen wir alles wieder hin. Es ist nur jetzt gerade in dem Moment halt nervig, weil jetzt gerade sieht es halt scheiße aus. Aber alles soweit okay. Tatsächlich besteht die Möglichkeit, dass ich das komplette Layout umsetzen werde in ein etwas größeres Aquarium, denn eventuell kriege ich ein 45P hierhin. Kein ADA, sondern ein anderes, und zwar mit ein bisschen drumherum noch dazu. Das wird so eine Komplettausstattung werden. Das ist eine Variante, die ich dafür hätte. Also ich tausche entweder das Mini-M hier auf dem Regal aus. Ich kann nicht 2 hier hinstellen, da habe ich nicht den Platz zu. Aber ich hätte da noch Platz genug, um statt dem Mini-M, was ja 36 cm ist, da einen 45 cm Aquarium hinzustellen. Und dann könnte man komplett Bepflanzung komplett übernehmen. Hardscape würde ich vielleicht ein bisschen anders anordnen, wenn ich dann eher mal dabei bin, aber die Bepflanzung könnte man komplett rüberziehen und das Layout sozusagen einmal in ein etwas größeres Becken umziehen und ein bisschen ausgestalten, denn wahrscheinlich kriege ich auch ein Sortiment neues Hardscape, was ich vorher noch nie hatte, was auch relativ neu am Markt ist. Ich bin ganz gespannt. Also was heißt, vielleicht kriege ich das? Ich kriege das. Das ist auf dem Weg.
das ist halt nur, ich weiß noch nicht so hundertprozentig, was ich mit machen soll. Also wie gesagt, ja, eine Option ist es halt hier aufs Regal zu stellen und das Mini-M rüberzuziehen. Neues Layout, aber die Bepflanzung halt soweit lassen, weil die Bepflanzung ist cool, mit der bin ich immer noch sehr zufrieden. Kann man natürlich da noch ergänzen, dann hat man ja ein bisschen mehr Platz, können vielleicht noch ein bisschen mehr, ein bisschen andere Pflanzen rein. Aber da halt dann ein 45p stehen zu haben, oder aber es müsste irgendwo komplett gesondert stehen, wo ich nicht hundertprozentig weiß, wo. Oder aber ich baue das Makroalgenbecken ab und mache dafür einen Süßwasser 45p dahin. Es gibt ein paar Möglichkeiten. Ich weiß halt noch nicht, welches am Ende werden wird. Das überlege ich mir, glaube ich, wenn ich es hier habe und so ein bisschen mit dem Hardscape rumgespielt habe, weil dann kriege ich auch ein Gefühl dafür, was ich gerne machen wollen würde damit. Ja, das ist einfach nur so als Option, die im Raum steht. Ansonsten gab es fürs Meerwasserbecken gab's den letzten neuen Fisch, den Rudarius Erkodus. Das hatte ich, glaube ich, auch letzte Woche schon gesagt. Den Zwergpfeilenfisch, da kommt nächste Woche direkt auch das Video zu. Schönes Video geworden, wie ich finde, weil es einfach tolle Aufnahmen von den Fischen drin sind, weil der auch relativ easy zu filmen ist, weil er sich halt sehr ruhig bewegt. Ja, das ist eigentlich so alles an aktuellen Updates, die ich so habe. Und dann in zwei Wochen ist er tatsächlich schon Interzoo. Und Interzoo wird hoffentlich sehr, sehr spannend. Ich werde ein Video von machen und sicherlich wird es auch eine Podcast-Folge konkret nur über die Interzoo geben, weil das ist natürlich mal ein ganz spannender Einblick, so als Industriemesse, wo halt Privatleute keinen Zutritt haben. Die letzte Interzoo war jetzt 2019, da war ich ja auch schon, aber ich meine, 2019 bis jetzt, es hat sich eine Menge getan, es hat sich auch eine Menge bei mir getan, bei der Art und Weise, wie ich Videos mache und wie ich an Videos rangehe. Ich werde mir, glaube ich, vorher noch mal mein altes Interzoo-Video angucken, mal gucken, was ich da so verzapft habe und dann überlegen, was wir dieses Mal alles machen wollen. Aber Interzoo wird sehr, sehr schick werden. Ich hoffe halt ein bisschen darauf. Das ist bisher noch unklar, beziehungsweise da haben wir keine finalen Informationen darüber, wie das aussieht mit den ganzen Hallen, wo sonst immer die asiatischen Aussteller drin waren, weil das ist schon sehr interessant. Ich würde zum Beispiel sehr, sehr gerne mal wirklich vor Ort persönlich mit Leuten von Chihiros sprechen. Da ist halt die einzige Sache, wie sieht es mit Corona aus? Weil das natürlich in China gerade aktuell beispielsweise auch wieder ein Punkt ist. Und da ist halt die Frage, kommen die überhaupt? Das wissen wir leider allen noch nicht. Ansonsten natürlich viele alte Bekannte, auch von den großen Herstellern her, von den Leuten her. Das heißt, dass wir, glaube ich, insgesamt ziemlich geil werden. Und da werde ich auf jeden Fall gucken, möglichst viel für euch auch aufzunehmen. Weil das ist natürlich besonders interessant, wenn halt ein Großteil der normalen Leute dort einfach nicht hinkommt, weil es eine Industriemesse ist. Du musst halt entweder Handel haben oder irgendwie anders als Industrievertreter dort sein. Ansonsten gibt es leider keinen Zugang zu dieser Messe. Man kann da ja auch nichts kaufen. Also man kann nichts kaufen. Das ist eine reine Ausstellermesse, wo man sich halt darüber informiert, was es so Neues gibt und was es so irgendwie noch demnächst irgendwie kommen wird oder so. Wir hatten ja ursprünglich bei Tropica, da habe ich ja auch ein nettes Video drüber gemacht, die Aquarien für deren Interzoo-Stand eingerichtet. Und dann wurde die Interzoo ja mal wieder verschoben. Und dann sind die Aquarien ja alle irgendwie nicht mehr stattgefunden. Ich glaube, das von Liquid Nature haben sie behalten, weil sie das selber so toll fanden, aber alle anderen Standard-Aquarien haben sie, glaube ich, nicht weiter durchgezogen, sondern dann nach und nach abgebaut. Das war natürlich sehr schade, weil das war ja auch eine krasse Aktion, einfach so viele Leute zusammenzubringen nach Dänemark und da zusammen mit allen Aquarien einzurichten. Ich habe ja beispielsweise zusammen mit George Farmer die beiden Aquarien eingerichtet, die Jungs von Liquid Nature haben Aquarien eingerichtet, Juris war da, hat Aquarien eingerichtet, Adri war da, hat Aquarien eingerichtet. Also es war ja wirklich auch cool, da vor Ort mit den ganzen Leuten zu sein und deshalb umso blöder, dass das nie gezeigt werden konnte, die Aquarien, die wir da hatten, weil das hätte ich natürlich auch cool gefunden, ne? Da so dann seine eigenen Aquarien nochmal an dem Stand zu sehen. Aber gut, ist jetzt halt so gewesen. Ich bin trotzdem mal gespannt, gerade auch auf den Stand von Tropica, was sie gemacht haben, ob sie vielleicht das große Becken von Liquid Nature dann doch mitgenommen haben. Wir werden es sehen, ihr werdet sehen, ich werde euch darüber informieren und bis dahin sage ich bis zum nächsten Video bzw. bis zur nächsten Podcast-Folge. Vielen Dank, dass du dir diese Folge auch wieder bis zum Schluss angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei Apple Podcasts oder ein Like und einen Kommentar auf dem All Aquascaping Answers YouTube-Kanal. Und wenn du diesen Podcast und die Arbeit dahinter unterstützen möchtest, schau dir einmal die Möglichkeiten dazu in den Shownotes an. Du kannst mir sehr helfen, indem du Mitglied auf dem YouTube-Kanal wirst oder einen deiner nächsten Einkäufe in meinem oder einem meiner Partnershops durchführst. Vielen Dank für deine Unterstützung und dein Interesse und bis zur nächsten Folge.